Professor Dr. Martin Lohmann ist Psychologe, aber beschäftigt sich vorwiegend mit Tourismus und forscht die Tourismusbranche. Vor einigen Jahren wurde aufgrund den Covid-bedingten Grenzschließungen Tourismus weltweit lahmgelegt. Konnte die Branche sich schon erholen oder dauert es noch? Ja, Corona hat den Tourismus schwer getroffen in den Jahren 2020, 2021 und auch 2022. Mittlerweile hat sich aber die Nachfrage und damit auch die Branche weitgehend wieder erholt. Internationale Ankünfte gab es im vergangenen Jahr 2023 rund 1,3 Milliarden, verglichen mit 1,4 Milliarden 2019 ist es also fast schon wieder das gleiche Niveau. Ist aber nicht überall in der Welt gleich. In Europa und in den westlichen Ländern brummt der Tourismus regelrecht wieder. Zwischen den asiatischen Ländern ist das Wachstum zwar jetzt groß, aber noch ein wenig zurück verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie. Stimmt's noch, dass Frankreich die meistbesuchte Reisedestination der Welt sei oder wurde schon von anderen Ländern überholt? Frankreich ist die beliebteste Reisedestination in der Welt. Das liegt jetzt im Moment auch gerade daran, dass in Europa der Tourismus eben besonders boomt. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Länder in der Welt, die diese Position gerne haben möchten. Es hängt auch ein bisschen von der Größe ab. Also Luxemburg wird diesen Preis nie gewinnen können. Größere Länder vielleicht dann doch irgendwann. Aber momentan ist Frankreich da noch die Nummer eins. Welche sind die wichtigsten touristischen Destinationen Deutschlands? Wo ist Kultur, wo Natur und wo Konferenztourismus am wichtigsten? Bei den Urlaubsreisen der Deutschen steht Deutschland selbst als Reiseziel auf dem ersten Platz der Hitparade. Danach kommen Reiseziele rund ums Mittelmeer, also Spanien, Türkei, Italien, Griechenland. Dann aber auch Destinationen in den Alpen, Österreich, Schweiz, Bayern, in Deutschland. Was sich aufwärts bewegt, sind Reiseziele in fernen Destinationen, also außerhalb des Mittelmeerraums und außerhalb Europas. Hier hatten wir eine Entwicklung während der Corona-Zeit, wo solche Reisen kaum möglich waren, die jetzt aber wieder gerne gemacht werden. Das ist der Urlaubsreisesektor. Bei den Urlaubsreisen spielt Kultur und Natur für die Deutschen eine wichtige Rolle. Wir haben aber noch einen Teil der Kurzurlaubsreisen, wo man so 2 bis 4 Tage am Wochenende unterwegs ist. Da spielen deutsche Reiseziele die allergrößte Rolle. Und da spielt Kultur auch die größte Rolle, weil man dann Museen besucht, Konzerte, Ausstellungen und dergleichen. Konferenztourismus, Geschäftsreisen ist ein völlig separates Feld davon, was von den Reisenden noch ganz anders erlebt wird, also sozusagen ein anderer Konsumbereich. Auch hier sind für die Deutschen Reiseziele im Inland am wichtigsten, weil man hier die meisten Geschäftsbeziehungen hat. Und im Ausland, also in Europa und in der Welt, definiert sich das natürlich über die Geschäftsbeziehungen und man kann das jetzt nicht frei entscheiden. Geschäftsreisen entwickeln sich anders als Urlaubsreisen im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie noch etwas zögerlicher. Gerade hier hat man gelernt, dass vieles auch virtuell geht und man internationale kleine Gesprächsrunden oder so auch sehr gut per Computer oder per Zoom machen kann. Welche sind die wichtigsten Heilbäder in Deutschland und wo stehen sie im internationalen Ranking? Der Gesundheitstourismus der Deutschen selbst spielt eine wichtige Rolle. Also es ist uns ein wichtiges Motiv, im Urlaub etwas für die Gesundheit zu tun. In Deutschland sind insgesamt rund, ich weiß es gar nicht, 160, 170 verschiedene Heilbäder, also eine große Zahl, vor allen Dingen an den Küsten und in den Bergen, aber auch über ganz Deutschland verteilt, die eine lange Tradition haben. Und die jetzt nicht nur eine Rolle für Urlaubsreisen spielen, sondern auch für Kuraufenthalte, für Rehabilitation, also ein Teil des Gesundheitswesens sind. Hier ist für die Heilbäder eine gewisse Herausforderung, weil das deutsche Gesundheitssystem sich nach und nach wandelt und die Rolle von Kuren und Rehabilitation geringer wird. Die Krankenkassen mögen das nicht mehr so gerne bezahlen aus Kostengründen. International spielt Deutschland als Gesundheitsdestination aber auch eine Rolle, also für Gäste aus dem Ausland, die hier entweder medizinische Behandlungen machen lassen oder sich nach einer Krankheit erholen wollen.
Aber da steht man natürlich im internationalen Wettbewerb mit der ganzen Welt, auch innerhalb Europas, mit den osteuropäischen Ländern zum Beispiel, die auch eine lange Tradition haben im Heilbäderwesen, aber auch mit Destinationen wie Thailand oder Mexiko, die auch für sich in Anspruch nehmen, etwas für die Gesundheit bieten zu können. Dort ist es aber dann meistens so ein Bereich von Wellness und Wohltun und nicht im Sinne einer medizinischen Behandlung. Was sind die Zukunftsperspektiven für Tourismus in Deutschland bzw. in Europa? Deutschland und Europa unterscheiden sich da nicht so, deswegen kann man das auch nicht gleich zusammenfassen. Für die Europäer, für die Deutschen sind Urlaubsreisen ein sehr hoher Wert. Also innerhalb unserer Konsumprioritäten, wofür wir bereit sind, Geld auszugeben, spielt Urlaub und Verreisen eine wichtige Rolle. Deswegen ist die Nachfrage trotz Krisen einigermaßen gesichert, dass Menschen auf Urlaubsreisen verzichten, ist eine Option, die erst ganz, ganz, ganz weit hinten kommt. Man ist gewohnt, Reisen zu machen, sich zu erholen im Sommer und im Winter, sodass man sich um die Nachfrage für Reisen eigentlich keine große Sorgen machen muss. Die touristischen Anbieter, also Hotels, Fluglinien, Eisenbahnen, Reiseveranstalter, bauen auch auf diese Zukunft und beschäftigen sich sehr damit, attraktive Angebote zu machen, die diese Urlaubswünsche der Menschen in Europa auch wirklich machen können. Was sind Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft? Auf welche Forschungsthemen konzentrieren Sie jetzt gerade? Da gibt es verschiedene Felder. Ein großes Feld ist das der Nachhaltigkeit, also der Umweltwirkungen, die die Reisen haben und auch die sozialen Auswirkungen, die Reisen haben. Das wird in unserer Gesellschaft ein immer wichtigeres Thema. Und wir werden uns irgendwann entscheiden müssen, wofür wir die begrenzten Ressourcen, die wir zum Beispiel im Energiebereich haben, denn einsetzen möchten. Möchten wir lieber Autos aus Korea nach Europa importieren oder möchten wir lieber Menschen reisen lassen? Beides wird wahrscheinlich nicht gehen, um einen möglichen Konflikt zu zeigen. Der zweite Forschungsbereich hängt sehr damit zusammen. Da geht es um die positiven Effekte, die Reisen haben. Was haben Menschen davon, wenn sie eine Reise machen? Sie finden Erholung, sie lernen etwas dazu, sie tun etwas für sich selbst in dem Sinne, dass sie etwas über sich selbst erfahren, so etwas wie Selbstwirksamkeit. Ich kann diesen Berg noch besteigen, ich finde mich in einem fremden Land zurecht. Und so hat Tourismus vor allen Dingen diesen Erholungseffekt eine sehr wichtige Funktion, die dann auch bestimmen wird, ob man in Zukunft noch reist oder nicht. Also der Customer Value des Reisens ist am Ende entscheidend dafür, ob Tourismus eine Zukunft hat oder nicht.